Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Amazon-Video. Ich habe ja schon zwei weitere davon gemacht und die kamen super bei euch an. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das Ganze einfach nochmal. Und zwar... Okay. Und zwar zeige ich euch heute einige coole Amazon-Produkte, die ich in der letzten Zeit so gekauft habe und euch gerne vorstellen würde. Alle Sachen, die ich gekauft habe, findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Das erste Produkt, was ich gekauft habe, wollte ich schon so, so lange haben. Und zwar ist das so eine coole Salat-to-go-Box. Und zwar ist die von Systema. Und ja, die kann man ganz einfach wie eine normale Brotdose aufmachen, also den Deckel abmachen. Und dann hat man hier so ein Register-Ding. Hier sind einmal so zwei Fächer drin, wo man irgendwelche Beilagen für den Salat reintun kann. Dann hier so ein kleines Döschen für die Soße, also für den Dressing. Und hier unten drunter hat man dann eine Gabel und ein Messer. Ich habe gerade den Artikel für Messer gesucht. Und hier unten in die Dose kann man dann seinen Salat reintun. Und sobald man dann essen möchte, kann man sich das alles zusammenmischen. Und das finde ich sehr, sehr cool für unterwegs. Und ich freue mich, dass ich das endlich besitze. Ich habe mir auch ziemlich classic im Moment diese Zahnbürstenpinsel hier bestellt. Und zwar habe ich so ein 5er-Pack genommen, wo, sag ich mal, die wichtigsten Pinsel, die es in diesem riesen Set gibt, drin sind. Das sind jetzt nicht die von dieser Originalmarke. Also ich glaube, die haben nicht mal 10 Euro gekostet, diese 5 Pinsel hier. Und ich wollte die einfach mal austesten, weil alle davon reden im Moment. Und wenn man Spaß an Make-up hat und so, dann ist es echt eigentlich zu empfehlen, das mal auszutesten, weil es ja mal was anderes ist. Ich habe mir noch etwas sehr, sehr Verrücktes bestellt. Und zwar dieses Teil hier. Das ist sogar noch verpackt, weil ich das mit euch jetzt hier austesten wollte. Und zwar ist das ein Kiwi-Schneider. beziehungsweise ein Kiwi-Teiler-Messer. Und ja, das ist so ein kleines, komisches, grünes Ding in meinem Fall. Und damit soll man ganz einfach eine Kiwi in 4 Teile teilen können. Ob das so gut mit diesem Ding funktioniert, weiß ich nicht. Ich war aber sehr gespannt darauf und deswegen habe ich das Teil einfach mal bestellt. Dieses Messer hier jetzt ist, um die Kiwi in der Mitte durchzuschneiden. Das habe ich aber in meinem Fall jetzt schon getan und wir werden jetzt einfach dieses Teil hier mal austesten. Das Ding ist, meine Kiwi ist ziemlich klein und auch noch recht hart. Deswegen muss ich mal gucken, ob das so passt, weil irgendwie ist die echt Miniatur groß, diese Kiwi. Ich guck mal, ob das überhaupt... Okay. Okay, also das funktioniert schon mal. Und jetzt soll man das, glaube ich, einfach so... Es tropft. Jetzt soll man das einfach, glaube ich, so drehen und es tropft weiter. Geil. Aber... Doch! Guck mal, es hat funktioniert. Und es war echt überhaupt nicht schwer. Das habt ihr jetzt gerade selber gesehen. Also es ging eigentlich recht leicht, das zu drehen. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Kiwi-Stück. Also eigentlich voll cool. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also wenn ihr gerne Kiwi isst und euch dieses Auslöffeln oder Schälen der Kiwi nervt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ich brauchte mal wieder eine neue Powerbank. Meine ist nämlich schon vor längerer Zeit kaputt gegangen und seitdem das Pokémon Go-Fieber ausgebrochen ist, ja, ihr wisst schon. Jedenfalls habe ich mir eine neue Powerbank gekauft. Und zwar ist das jetzt hier so eine etwas größere. Mit der kann man, glaube ich, bis zu 10-mal das Handy aufladen. Und es ist super praktisch für Leute wie mich, die es entweder vergessen, ihr Handy aufzuladen oder natürlich die Powerbank, die sie dann schon besitzen, sowieso nicht aufgeladen haben. Die hat hier unten zwei USB-Anschlüsse und dann einen so einen Input, womit man halt die Powerbank selber aufladen kann. Und die ist zwar ein bisschen schwerer, aber es geht noch, finde ich. Es ist nicht so, dass es irgendwie extrem schwer wäre und total unangenehm. Also ich trage die auch in meiner Hosentasche rum, wenn ich irgendwo rumlaufe und Pokémon spiele. Und die hat, glaube ich, auch nur um die 25 Euro gekostet. Und das ist für eine Powerbank, mit der man 10-mal aufladen kann, echt günstig. Ich habe mir auch noch diese Teile hier gekauft. Und zwar sind das Sheetmasks bzw. Tuchmasken. Und zwar, ich glaube, über 10 Stück auf jeden Fall. Das sind 15 Tuchmasken und alle in verschiedenen Sorten. Und hier sind richtig coole Sorten dabei. Zum Beispiel Blaubeere, Acai, Beere. Dann solche, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Das ist ein Giseng irgendwas. Hier sind dann auch noch so andere Sachen bei, wie Aloe Vera, Olive, Reis, Shea Butter, Honig.
Zitrone, grüner Tee ist auch noch dabei, Gurke, was sich ganz cool anhört bei einer Maske, irgendwelche Bohnen, Avocado und das hier, Kelp. Und ich bin sehr gespannt, die auszutesten, weil ich bin eine Person, ich mache nie Masken oder irgendwas in der Art drauf, weil ich einfach immer viel zu faul bin, mir das da aufs Gesicht zu schmieren. Und dann schmiert das überall hin, weil ich mit den Haaren dran komme oder so. Und ich finde Masken einfach total unpraktisch. Und wenn die in Form von so einem Tuch sind, kann ich mir das schon wesentlich einfacher vorstellen und glaube, dass ich das dann auch eher machen würde. Wie dem auch sei, ich habe mir solche Hanteldinger hier bestellt. Die sind lila und jeweils 2 Kilo. Also das sind 2 Kilo Hanteln. Und ehrlich gesagt habe ich dieses Gewicht nur ausgewählt, weil die in dem Gewicht lila waren. Ja, schon wieder richtig innovativ und man merkt, dass es mir um den Sport geht. Nicht? Mal gucken, ob ich sie verwenden werde, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr cool. Und wir werden sehen. Und zu guter Letzt habe ich das hier gekauft. Das sind DIN A4 Etiketten. Ich habe mir in der letzten Zeit ziemlich viele Filofax-Videos angeguckt, weil meine kleine Schwester total vernarrt in diese Videos ist. Ich weiß nicht warum. Und ja, da habe ich mir das auch mal mit angeguckt und da haben die ziemlich oft diese Etiketten hier verwendet, um irgendwelche Sticker oder so zu machen. Und das finde ich ganz cool und ich habe mir auch überlegt, dass ich da in meinem übernächsten Video, glaube ich, was zu mache. Und deswegen habe ich mir die einfach mal bestellt. Und falls ihr sehen wollt, was ich dann damit mache, dann schaltet auf jeden Fall nächsten Sonntag ein. Da werdet ihr das dann sehen. Und ich bin echt mal gespannt, wie das so wird, weil hier sind jetzt 100 Stück drin. Weil es gab entweder die für... Es gab entweder Etikettenpackungen mit 10 Stück drin, die haben dann glaube ich 5 Euro gekostet. Und dann gab es diese Packung mit 100 Stück drin, die hat 7 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir... So, das war's dann jetzt auch schon wieder mit diesem Video hier. Wenn euch die Amazon-Videos gefallen, dann gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier noch... Nein, da. noch 2 weitere Videos von mir. Hier unten kommt ihr dann zu meinen Social-Media-Seiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!